Wir werden das Schiff in die Luft jagen. Wir versuchen unser Glück mit dem Shuttle. Gut. Wir werden Kühlmittel für das Belüftungssystem benötigen. Parker, ich habe das Shuttle angeschmissen. Sind die Kühlmitteltanks bereit? Wir sind dabei. Können Sie uns hier unten unter die Arme greifen? Und damit willkommen zurück bei Alien Isolation, dem zweiten Story-DLC, beziehungsweise Nostromo-DLC, würde ich ihn mal nennen. Letzte Überlebende heißt der. Und wir... Also ich glaube zumindest, dass er so heißt. Ja, und wir sind wieder in der Haut von Alan Ripley. Und sind immer noch auf der Nostromo. Und jetzt gucken wir mal. Ripley! Ripley, sind Sie noch da? Oh mein Gott! Auf dem Weg! Auf dem Weg, Herr Müller, wird uns töten! Ich kann nicht! Verdammt nochmal, auf dem Weg! Ich glaube, die wurden abgeschlachtet vom Alien. Ja, das ist die Szene aus dem Film, wo die nach dem Alien suchen. Und dann, ja, werden Lambert und Parker vom Alien erwischt und sind tot. Als wir es in der Rolle von Alan Ripley machen, weiß ich gerade nicht mehr. Beziehungsweise, die finden sie ja später. Also, dass sie da tot liegen. Lambert! Parker. Und Alan macht sich dann auf den Weg zum Shuttle, um zu verschwinden. Aber das Alien ist ja noch mit an Bord gekommen, aber was sie ja nicht weiß. Sie ist ja davon ausgegangen, das Alien ist tot. Und dann liegt es dann halt in so einer Nische. Und dann kann sie es trotzdem durch die Tür raus ins All befördern. So endet ja dann der Film. Ich habe 40 Flammenwerfer-Munition, das ist nicht viel. Ich weiß nicht, ob das noch aus dem vorherigen übernommen wurde. Aber wirklich wär's. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Oh Gott. Nein. Nehmen Sie die Verriegelung im Maschinenkontrollraum auf. Ja, da ist er. Und er hat die Schlüsselkarte bei sich, wie wir wahrscheinlich jetzt brauchen. Oh Gott. Ja, die sind beide ziemlich tot. Das ist Alien. Vielleicht darum. Ich frage mich immer wieder, wie das Alien überhaupt sehen kann. Es hat ja keine Augen. Aber ich nehme stark an, dass das irgendwie durch, was weiß ich, Infrarot oder irgendwas sehen kann eventuell. Ich bin mir da nicht sicher. Man hat ein paar Mal gesehen, aus der Sicht des Aliens, wie es sieht, wie es Dinge wahrnimmt. Aber so hundertprozentig, weiß ich nicht. Bin ich mir nicht sicher, was jetzt irgendwie Kanon ist. Also wie genau sieht ein Xenomorph die Welt? Okay. Denn hin. Also theoretisch müsste ich zurück. Blöd ist nur, der Kollege schleicht hier die ganze Zeit herum. Gesperrt, ne, super. Ripley!
Okay, ein bisschen was habe ich noch. Na, da ist er hinten irgendwo. Ah. Wieder so ein penetrantes Arschloch. Weg. Aus meinem Sichtfeld. Doch alles nicht. Bitte funktionier. Danke. Danke. Etwas auf freiem Fuß auf dem Schiff unterwegs. Ein unbekannter Organismus. Er ist aus Kane herausgekommen. Wir mussten seinen Leichnam ins All schießen. Ich habe keine Ahnung, wie Ash das Teil auf den medizinischen Scans übersehen konnte. Es hätte sichtbar sein sollen. Hier bin ich im richtigen Raum? Ja, bin ich. Aber egal. Er baut eine Art Aufspürgerät, damit wir es finden können. Und Brad und Parker basteln an etwas, mit dem wir es in die... So, die letzten Momente der Nostromo-Besatzung im Kampf gegen den Xenomorph, das ist schon irgendwie ganz geil. Das einfach mal spielen zu können. Auch wenn es natürlich nicht 100% akkurat ist wie im Film, ist ja logisch. Aber trotzdem so diese Möglichkeit zu haben, finde ich sehr geil. Das halt in Alien Isolation, das macht schon irgendwo Sinn. Aber wie gesagt, das Hauptspiel spielt ja zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Und daher passt das ja eigentlich ganz gut, dass man nochmal so ein bisschen die Ereignisse der Nostromo erlebt. Weil wenn es auch ein Singleplayer-Spiel ist, dann passt es ja umso mehr. Weil es ja dadurch halt alles geskriptet ist. Bis auf das Alien, seine KI macht halt, was sie will. Schleich dir hier die ganze Zeit rum, ey. Komm, jetzt verzieh dich mal. Ich habe doch nichts, was ich nutzen kann. Eine Fackel vielleicht, aber das war's. Ich habe halt keine Geräuschmacher oder sonst irgendwas. Also ich kann mir nichts herstellen, wie im Hauptspiel. Soll ich einfach Geräuschmacher nehmen und ihn werfen und dann weglocken. Ja, aber er geht weg. So, das muss hier rechts irgendwo sein. Hier oder was? Ah, hier. Das sollte reichen. Aktivieren Sie die Selbstzerstörung der Nostromo. Okay, das müssen wir auch noch machen. Dazu müssen wir den Gang wieder runter. Okay. Haben wir uns schon angehört? Noch was? Schrott. Da frage ich mich, warum ich Schrott einsammeln kann, wenn ich nichts herstellen kann. Medikits kann man sich herstellen. Ja, okay, stimmt auch wieder. Ich gehe durch, das macht die ganze Sache, glaube ich, ein bisschen einfacher. Sei denn, das Ding ist hier drin, dann wird es mein Todesurteil. Okay. Der Weg ist schon mal richtig. Haben wir hier noch irgendwas mitnehmen kann? Will ich.
Mal wieder warten im Schrank, ne? Wer kennt's nicht? Okay, ich warte kurz, bis das Alien aus der Reichweite ist. Mach hier mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Aber es ist weg. Hoffe ich zumindest. Ups. Guten Tag, der Herr. Sie auch hier? Hätte ich nicht gedacht. Ah, scheiße. Das ist genau in dem Raum hier. Also nicht das Alien meine ich, sondern das, was ich aktivieren muss. Na, großartig. Fast. Ja, fast. Aber da das Sounddesign so geil ist, fast mit 3D-Sound, höre ich es halt auch immer, wo es herkommt, aus welcher Richtung. Ich habe ja wie gesagt noch den Flammenwerfer Notfall. Dass der jetzt die ganze Zeit hier rumschleicht, Mann. Gott, verzieh dich doch bitte. Okay, ich muss mein Glück versuchen. Wird mich in die Krankenstation gerufen. Etwas sei vorgefallen. Könnte viel etwas sein oder kein etwas. Aber der Paar ist tot. Er ist in die Decke gerutscht. Ich habe Ärzteentscheidung überlassen, was wir mit den Dingen anstellen sollen. Alles Wissenschaftliche ist seine Aufgabe. Jetzt können wir uns wenigstens aufs Nachhausekommen konzentrieren. Hey. Bin ich denn jetzt? Ah, okay, ich muss da. Ja, okay, verstehe. Ich muss jetzt links und dann da durch und dann. Ja, okay, alles klar. Was, ein Spielsroutenlauf ist das denn bitte? Oh Gott! Noch hier? Nee. Fast. Ja, fast. Oh, scheiße. Hallo. Nein! Du Bastard! Okay, ich weiß nicht, ob das Spiel Zwischenspeicher hat. Checkpoints gibt's ja. Ey, ich dachte gerade auch noch so daran, ob es vielleicht da drin ist. Etwas sei vorgefallen. Könnte viel etwas sein oder kein etwas. Aber der Parasit ist tot. Er ist in die Deckenlüftungsschächte gekrochen und gestorben. Hat Ridley fast einen Herzinfarkt verpasst. Ich habe Ash die Entscheidung überlassen, was wir mit dem Ding anstellen sollen. Alles Wissenschaftliche ist seine Aufgabe. War nicht da. Ich muss sogar. Jetzt können wir uns wenigstens aufs Nachhausekommen konzentrieren. Oh yeah. Was ist denn jetzt? Elektrik. Ja. Haben Sie meine Anfrage mittlerweile genehmigt?
Ich habe sie letzte Woche eingereicht und es hat sich diesbezüglich noch immer nichts getan. Wenn wir Arbeitslogs versenden können, dann können wir doch wohl sicherlich auch ein paar Privatnachrichten weiterleiten. Mir ist der Papierkram egal. Sie können die Kosten gerne von meinem Lohn abziehen. Ich wollte meine Tochter nun wissen lassen, dass ich etwas später heimkommen werde. Es ist wichtig. Ripley, Ende. Hä? Ah, ich laufe komplett in falsche Richtung. Ich depp. Großartig. Gerade aus. Ja. Gerade aus theoretisch. Gehen wir mal hier lang. Ist nichts. Okay. Oh Gott! Zieh dich! Weiter. Reiß dich zusammen. Ach Gott. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Scheiße. Ja, genau. Ich starte wieder hier. Okay, bis gleich. Okay, jetzt gehe ich mal einen anderen Weg. Leer. Bin nämlich in diesen Raum hier. Ja. Fast. Fast. Denn hier Ausrufezeichen? Ist noch was zum Anhören oder wie? Ah, hier. Mehr oder weniger sicher abgehoben. Auf den Decks B und C ist es immer noch dunkel. Der Notstrom ist außer Betrieb. Okay. Aber ansonsten geht es dem Chef gut. Ganz vergessen, dass er auch oben in der Decke hängen kann. Der ganze Sabber ist ja so ein Indiz dafür, dass da das Alien lauert. Kane ist wieder wach, aber wegen dem ganzen Mist hier sind wir jetzt 10 Monate von der Erde entfernt. Ich werde mich auf. Kein Fall mit einem Halbanteil zufrieden geben. Das können Sie sich merken, Parker. Okay, geradeaus. Rechts. Bin ich hier richtig? Ja. Das Schiff wird in 10 Minuten gesprengt. Burg des wissenschaftlichen Offiziers. Aufgrund einer stark dezimierten Crew ist der Warrant Officer der Nostromo im Moment dabei, Informationen mit Mutter abzugleichen. Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass sie Sonderauftrag 937 entdeckt. Ich werde den Vorfall eindämmen. Der Organismus ist tödlich. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass, unabhängig vom Resultat, dessen sichere Beschaffung und Analyse garantiert werden kann. Okay, das haben wir schon am Ende gemacht. Ende. Im Hauptspiel. Und hoffentlich ist es wie im Film. Bitte nicht die Katze vergessen. Jonesy. Jonesy muss gerettet werden. Die Katze ist der eigentliche Star des Films. Ich mochte diesen flauschigen Flauschkater. Was mit dem Rest der Crew passiert, das war mir egal. Toll. Okay. Eins noch. Habe ich jetzt auch 10 Minuten Zeit wie im Film? Die Nostromo C-Deck. Entkommen Sie im
Wer ist das Ding? Narcissus. Der Countdown zur Sprengung des Schiffs beträgt 5 Minuten. Oh, der Sound auch. Okay, jetzt muss ich hier durch. Ja. Wenn wir wieder auf die Karte gucken. Damit ich mich nicht verlaufe. Aber ich habe keine 5 Minuten. Läuft da auch kein Countdown. Hier einfach geradeaus. Man sieht jetzt halt noch weniger. Andere Richtung. Singt sie auch? Aber das macht sie doch nur im Dings. Videospielminuten, ne? Du wirst Bescheid. Hörst? Einfach geradeaus. Ah, das ist ja das Rettungsschiff, genau, mit den zwei Schlafkapseln. Richtig, richtig. Okay, let's go. Nicht mehr lang. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley, die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Wir sehen uns bald wieder, Amanda. Sei brav, ja? Ich liebe dich. Ja, das war schon der DLC, auch relativ kurz. Hat nicht mal eine halbe Stunde gebraucht. Ja, das ist genau, letzte Überlebende. Also ich bin davon ausgegangen, dass man vielleicht sogar das nachspielen kann. Die Szene, wenn das Alien sich noch in dem Rettungsschiff befindet, man es dann ins All befördern muss. Das wäre irgendwie ganz cool gewesen. Aber ja, dem ist leider nicht so. Aber gut, das war's. Wir haben den kompletten Inhalt von Alien Isolation durchgespielt. Wir haben alles so gemacht, was es zu machen gibt. Wie gesagt, Überlebensmodus ist halt so, ja, Hauptschlusskampagne, Überlebensmodus spielen. Beeinträchtigt dies unter Umständen die Hauptkampagne erleben. Das wollen sie dennoch fortfahren, abbrechen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass hier gewisse Dinge passieren, oder ich bin mir nicht genau sicher, ich habe den Überlebensmodus noch nicht gespielt. Ja. Wahrscheinlich, dass dann dort Spoiler vorkommen, was die Hauptkampagne angeht, aber ich weiß es nicht genau. Aber ich habe gelesen, dass es halt ein DLC ist, also beziehungsweise ein Zusatz, der hat nichts mit der eigentlichen Hauptstory zu tun, beziehungsweise ist halt so ein zusätzlicher Modus. Ich glaube, man hat nur ein Leben und das war's. Das war, glaube ich, noch das, was ich behalten habe. Okay, aber falls Interesse besteht am Überlebensmodus, liefere ich das nach. Dann können wir gerne eine Session spielen. Aber das war's erstmal von Alien Isolation. Und ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr dabei wart bei dieser Journey. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder bei einem anderen Horror-Let's Play. Also macht's gut, bis dann. Tschüss.